Ja, ich sehe nicht. Ich sehe, es ist bei mir total blass. Ich sehe kaum was. Und damit hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ja, wir sind hier auf Fiske unterwegs und ich hatte hier echt extrem die Probleme, durch den Nebel überhaupt was zu sehen. Und mich würde mal interessieren, habt ihr die optimalen Einstellungen für euch gefunden, wo ihr sagt, ja, ich kann gut durch den Nebel gucken, aber es ist auch nicht so dunkel, wenn irgendwie die Sonne scheint, weil mein Problem ist halt, wenn ich hier den Kontrast hochstelle und dann eine Map spiele mit Sonnenschein, dann sind die Schatten ziemlich dunkel und da kann sich in den Schatten zum Beispiel von den Büschen oder so sich leicht ein Gegner verstecken und den sehe ich dann schlecht. Deswegen habe ich den Kontrast ja nicht so tief gesetzt bzw. nicht so stark gemacht, um im Schatten besser die Leute noch zu sehen. Aber dann habe ich hier halt, wie gesagt, dann extrem die Nachteile. Würde mich mal interessieren, ob ihr eure Einstellung dafür gefunden habt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Danke, Freunde. Sniper-Paradies, ja, da hast du recht, da oben. Okay. Ciao. Viel Spaß. Hä? Bist ja gleich im Chat bestimmt, oder? Ja. Na, die kommt da in den Chat. Sägewerk, beste, okay. Sind die ja, beste? Feuerfecht halt noch gar nicht so oft gespielt. Bin ich da relativ Neuling drinne. Sehen tue ich im Moment keinen. Ach, da okay, der Scanner ist ein bisschen weiter weg, wie du über die Straße robbst. Ich weiß nicht, ob hinter dem Container auch einer gerobbt ist. Ja, kannst du mir gut vorstellen. Also ich sehe keinen hinter dem Container. Bin aber noch nicht komplett rum. Also hier ist noch ein Schloss auf, das haben die aufgeschossen vorhin. Oh. Mhm. Ja, hier oben laufen sie. Da läuft einer. Ah, oh, da hinten, oh Gott, da kann ich gar nicht hingucken. Ist jetzt hier hintergelaufen? Ah, Mist, die hab ich dich jetzt auf. Gehört oder? Ach Mann. Ich bin gekraucht gerade. Er läuft immer noch hier hinten. Hier hinten. Also hinten? Ah, da, okay, ja. Aber kann jetzt sein, dass hier noch bei den roten Häusern hinter ist? Das kann sein. Hier drinnen vielleicht? Die haben ja irgendwo drauf geschossen auch, ne? Ich ping mal. Ich will mal wissen, ob der nächste. Ja, nee, da drüben ist der nächste. Hier hinterm Boot. Ja, da läuft doch einer auf Holz. Ja, da ist er. Der ist auf dem Boot drauf, oder was? Nee. Ah, nein, ich bin... ich hab mich wieder so verfangen. Erik, lass mich doch nicht alleine. Auf rechts, rechts vom Boot ist er. Da läuft er doch, da läuft er doch. Ich sehe nicht. Er ist jetzt hinterm Fahrhaus da. Oh, rechts von mir komme ich noch? Ja. Oh, ich kann nicht rüber gucken. Der ist direkt hinterm Stein. Also hinter dem Busch, hinterm Stein. Da ist er. Oh, einer wartet. Ah, sehr geil. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, mein mal, Herz. Am Schiff ist einer, ne? Ja, muss ich mal schnell looten und gucken, ob die Panzerplatte dabei haben. Schade. Oh, 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 okay. Ja, aber der kann sich nicht richtig treffen. Ne, ich denke auch. Der läuft jetzt links an der Tür entlang. Am Kran ist er jetzt. Links weiter. Oh, Weltgranate, geil.
Guck doch mal nach vorne, da läuft einer. Ja, ich sehe nicht. Ich sehe, es ist bei mir total blass. Ich sehe kaum was. Auf der anderen Seite, der ist wieder hinterm Boot direkt. War noch am Looten. Ich sehe da gar nichts. Ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie viel, viel heller. Wie kannst du da ihn erkennen? Ja, wenn er rumläuft, ist halt ein richtig schwarzer Schatten. Nee, also ich... Leute, könnt ihr was erkennen im Stream? Nur wenn ich mich so weg... Ja, jetzt stimmt, jetzt sehe ich auch bei dir im Stream, dass es richtig hell ist. Du kannst ja gar nichts sehen. Ich sehe gar nichts. Was ist denn hier los, ey? Ist die PlayStation 5, Vorteile. Nichts zu sehen. Der ist links an der Ecke vom Haus. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Nee, ich sehe nicht. Da ist ein gelber Kran, hat er sich hingelegt. Kannst vergessen. Okay. Habe ich extrem Nachteil. Oh Gott, was haben wir jetzt heute geschrieben? Ich geh mal raus, ich hol die ab. Ja, ich hab grad gesehen, Mario. Ich hab die neue Waffe. Ja, ist doch gut. Ja, sehr gut. Oh, shit, ey. Geil, ich hab die neue Waffe. Oh, die wird die ins Lager gepackt. Ja, wenn er rauskommt, hinter dir, ja. Auf dem Berg oben drauf, ist auch einer. Okay. Feuergefechtskiste, warte mal. Ja, Feuergefecht, erster, bekommst du eine Kiste. Was kriegst du da für eine Kiste? Die Chance besteht, dass du Kronen bekommst. Ach ja, genau, wegen Kronen. Wenn du Feuergefecht spielst und erster wirst, kriegst du ja die Feuergefechtskiste, wo Kronen drin sind. Auch schon mal. Mach Helligkeit runter und Kontrast drauf. Jan? Du hast gejahnt. Ja, ich hab gejahnt. Ja, stimmt, das wird bestimmt genau so eine Sniper-Map wie Grundhandpfahl und vier Kanten, schreibt der McKay. Ja, aber glaube ich noch nicht mal so. Ich glaube, dafür ist das so waldig unten, so was man so sehen konnte. Ich glaube, also ich dran. Ich muss mich mal kurz hier hinhocken. Matto ist ein Bug. So, jetzt. Was sagst du? Kontrast. Gucken wir mal, Helligkeit ein bisschen runter. Oh ja. Helligkeit runter, Kontrast drauf. Alter, ich sehe alle. Alle nackig, ne? Nee, Kontrast muss ich mal runternehmen. Oh, jetzt ist ja geil. Ja, danke, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja gut, normalerweise hat man das Problem ja auch gar nicht. Normalerweise ist es ja gar nicht so neblig. Ach, meinst du, Gacha, dass das ein Bug ist? Weil der Matto schreibt, dass der beim Battle Pass auf Stufe 1, 7, 11, 17, 21, 28 keine Belohnung hat. Da ist er einfach schwarz. Das hab ich ja auch immer. Bei welchen jetzt? Beim aktuellen Battle Pass. Ja, muss ich mal gucken. Also, du siehst keine Belohnung oder bist du da schon? Nee, da ist ein schwarzes Feld. Nee, so. Da ist ein schwarzes Feld. Also, mal gucken. Hammer. Sammel alle. Ah, ja, aber Sackburg für Feuergefecht ist schon interessanter, wenn es jetzt auch eine neue Map gibt, finde ich. Persönlich. Ist das geil, neue Waffe.